Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns dann aber wirklich mit dem Fensterheber beschäftigen. Da uns letztes Mal eine Kleinigkeit dazwischen gekommen ist, und zwar die kaputte Lichtmaschine. Ja, wie ihr seht, die Fensterscheibe geht nicht mehr hoch. Dann lass uns mal schauen, was da los ist. Ja, als erstes sollte kontrolliert werden, ob nur der Fensterheber defekt ist oder auch andere Teile der elektrischen Anlage beschädigt sind. Denn dann ist ein größeres Problem zu vermuten. In unserem Fall war nur die Funktion des Fensterhebers nicht gegeben. Aus dem Grund kontrolliert Björn jetzt die Sicherung, ob diese defekt ist. Oh ja, die ist kaputt. Warte mal, halt mal eben. Probier mal die. Danke. Wir haben natürlich auch Sicherungen bei uns im Komplettsortiment. Ja, dann hätten wir schon für heute. Der Fensterheber ist repariert. Björn muss jetzt nur noch einmal die Funktion kontrollieren. Ich sag schon mal tschüss. Besucht uns gerne auf unserer Website oder bei Facebook. Stopp. Ja? Wir haben ein Problem. Fensterheber ist ohne Funktion. Ja, wäre auch zu schön gewesen. Da die Funktion des Fensterhebermotors immer noch nicht gegeben und die Sicherung erneut durchgebrannt ist, werden wir jetzt die Türverkleidung entfernen und schauen, ob es an der Ansteuerung oder am Fensterhebermotor selber liegt. Björn, kannst du mir mal eben kurz die T45-Nuss rübergeben? Björn? Hey! Ja? Was machst du denn da? Ich bin in unserem Premium-Shop unterwegs und guck mal unsere Prämien an. Ach so, ja gut, dann hol ich mir das Werkzeug eben selber. Mach das. Lars, das sieht wunderbar aus. Das kann nur nach am Motor liegen. Ja, dann lass uns doch aber trotzdem noch in die Türverkleidung abbauen und die Verzahnung kontrollieren. Ja, dann los. Hier haben wir den alten Motor. Äußerlich sieht er noch ganz brauchbar aus. Um sicher zu gehen, dass der wirklich defekt ist, setze ich den einmal unter Strom. Keine Funktion mehr vorhanden. Den neuen Motor werden wir zur Gegenprobe auch einmal unter Strom setzen. Und wie wir sehen, er läuft. Die Verzahnung hier ist in Ordnung und somit kann das Türsteuermodul wieder zurück ins Fahrzeug. Und falls doch ein Defekt am Teil vorliegen sollte, kann es natürlich mit diesem Teil von DT Spare Parts ersetzt werden. Neben Fensterhebern haben wir noch viele weitere Anbaukomponenten für die Türen in unserem Komplettsortiment. Für den Fall, dass euch mal eine Tür fehlt. Wir machen jetzt den Gurkentest, um die Kraft des Fensterhebers zu veranschaulichen. Bei uns im Prüfbereich werden die Fensterheber allerdings einem Belastungstest unterzogen auf unserem eigens entwickelten Prüfstand. Ja, wie ihr seht, funktioniert alles wieder. Die Sicherung springt nicht mehr raus. Die Seitenscheibe geht hoch und runter. Die Anbaukomponenten wurden angebracht. Darum sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Und besucht uns in unserem Premium-Shop. Ich sage tschüss, bis nächstes Mal. Bis dann. Ciao.